Servus und herzlich willkommen im Wintersemester 2021-2022. Mein Name ist Thomas Thüm und ich habe die Ehre, euch Softwaretechnik näher beibringen zu dürfen in den nächsten 2 Semestern. Und ich möchte in diesem kurzen Video euch einen Überblick geben, was heißt das eigentlich organisatorisch, wie wird der Kurs ablaufen, wer sind wir eigentlich am Institut, damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt, was da so auf euch zukommt. Erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Thomas. Ihr könnt mich gern einfach auch Thomas nennen. Also Professor, das schreckt mich manchmal noch ein bisschen ab. Ich bin noch nicht so lange Professor. Ich programmiere seit 1998, das heißt, ich habe zu Schulzeiten angefangen. Und es gibt ein Projekt, ein Softwareprojekt, bei dem ich seit 2007 inzwischen mitwirke, also seit 14 Jahren. Und ich werde immer mal wieder auch Beispiele bringen aus diesem Projekt, weil ich da natürlich auch viel, weil man da viel Erfahrung sammelt, wenn man eben 14 Jahre lang an der gleichen Software da involviert ist in das Entwickeln. Jetzt muss ich sagen, wenn ich seit 1998 programmiere, natürlich programmiere ich jetzt heutzutage nicht mehr ganz so viel wie vielleicht am Anfang und wie während des Studiums. Ich habe Informatik studiert mit dem Schwerpunkt auf Mathematik, habe dann danach ebenfalls in Magdeburg promoviert und war dann Postdoc in Braunschweig. Das heißt, Postdocs, so also die Phase zwischen Doktorand und gegebenenfalls Professor. Es gibt auch Personen, die sozusagen dauerhaft als Postdoc tätig sind. Und so ziemlich seit Corona, jetzt hier in Ulm, als Professor für die Konstruktion, Analyse sicherer Softwaresysteme. Und ja, das soll zur Einführung zu mir reichen. Ansonsten werdet ihr sicherlich immer mal im Laufe des Semesters oder im Laufe der 2 Semesters noch was kennenlernen. Ich möchte jetzt eher noch mal kurz unser Institut vorstellen. Also wir sind das Institut für Software Engineering und Programmiersprachen und wie sollte es anders sein, dass wir eben auch den Kurs Softwaretechnik halten. Softwaretechnik ist die deutsche Übersetzung zu Software Engineering. Wir haben die Professoren Matthias Tichy, das ist der Leiter vom Institut, Tom Frühwirth und mich und eine Reihe von Mitarbeitern, insbesondere hervorzuheben zwei eben solche Postdocs, Alexander Raschke und Katharina Junke. Am Institut haben wir eine Reihe von Lehrveranstaltungen, jetzt zwei, die die meisten von euch jetzt sicherlich auf jeden Fall in diesem Semester hören. Das eine ist eben Softwaretechnik und das andere ist das Software-Grundprojekt. Hier alle Namen übersetzt ins Englische. Das ist jetzt ein Screenshot von der Webseite. Und wir haben aber auch andere Kurse, bei denen wir ab und zu, die wir ab und zu mal übernehmen, wie zum Beispiel die Einführung in die Informatik. Und auf der Webseite findet ihr genau diese Übersicht, wo ihr euch auch einen Überblick verschaffen könnt, was könnt ihr vielleicht auch später in den nächsten Semestern noch hören oder wenn ihr jetzt Softwaretechnik zum Beispiel nicht planmäßig irgendwie im dritten Semester hört, sondern erst später, dann sind es vielleicht auch Veranstaltungen, die wir da jetzt anbieten, die für euch auch sonst interessant sind. Im Master gibt es dann weiterführende Veranstaltungen. Ich werde jetzt gar nicht so im Detail erzählen, was da jeweils auf euch drauf zukommt. Ihr werdet tatsächlich im Laufe der Vorlesung einige Themen kennenlernen, damit ihr euch dann später vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt und dann besser entscheiden könnt. Also es wird zum Beispiel eine Vorlesung explizit zu Softwareproduktionen geben, eine zu Compilerbau, nur so als kleine Teaser oder auch eine Vorlesung zur Softwarequalitätssicherung. Welche Kurse bieten wir in diesem Semester an? Das ist natürlich ein bisschen interessanter, wenn man jetzt drauf guckt, was will ich so hören. Und da haben wir eben im Moment für den im Bereich des Bachelors insbesondere noch ein Proseminar und Seminar im Angebot und eine Reihe von praktischen Projekten. Und wir haben eine Reihe von Veranstaltungen, die sowohl im Bachelor als auch Master gehört werden können. Und hier dazu mal eine kleine Auswahl, also Compilerbau, wo es darum geht, wie erzeugt man eigentlich Compiler, ja, also die Dinger, die unsere Software übersetzen in irgendwas, was die Maschine versteht. Dann haben wir einen Kurs zu empirischen Forschungsmethoden. Wir werden das auch immer mal wieder so ein bisschen greifen hier im Rahmen der Vorlesung. Vieles ist, wie man Software entwickelt, muss man tatsächlich empirisch untersuchen, muss gucken, ist Technik A oder B besser? Und dafür braucht man dann empirische Methoden, mit denen man dann eben ermittelt, mit welcher Technik kommen zum Beispiel oder kommen Entwickler besser klar. Dann haben wir funktionale Programmierung. Das ist sozusagen eine starke Vertiefung gegenüber so Einführungen. Ihr habt sicherlich schon mal ein bisschen was von funktionaler Programmierung gehört. Dann gibt es Management von Softwareprojekten.
Das ist eine Veranstaltung, die relativ ähnlich ist zu den Themen, die wir auch hier behandeln, allerdings ein bisschen mehr Breite hat und ein paar Sachen auch noch vertieft, die wir eben hier jetzt vielleicht noch nicht so detailliert behandeln. Dann haben wir eine neue Vorlesungsreihe, die heißt Hot Software Engineering Topics oder aktuelle Themen der Softwaretechnik. Und hier ist die Idee, dass eben Forscher, aber auch Personen aus der Industrie über ihr Schwerpunktthema, über ihr Thema euch was näher bringen. Das heißt, es ist eine Gastvorlesung, wo wir eben viele Gäste von anderen Unis und von Unternehmen aus der Region zum Beispiel, aber auch deutschlandweit teilweise einladen und diese Personen dann über ihren Bereich der Expertise sprechen. Das ist vielleicht für euch da auch ganz interessant, gerade so als Vertiefung dann, wenn ihr jetzt, man kann das natürlich auch nebenbei hören, ja, man muss sich nicht immer ja an diesen Plan halten, oder aber vielleicht auch in Zukunft, wenn wir das in dem Jahr wieder anbieten. Web Engineering halten wir noch und Rule-Based Programming. Gut. Ihr wollt jetzt aber sicherlich erstmal was hören über Softwaretechnik. Softwaretechnik 1 und 2. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal. Man kann Softwaretechnik 1 und 2 nicht getrennt hören. Das ist einfach nur, um anzudeuten. Softwaretechnik 1 läuft halt im Wintersemester, Softwaretechnik 2 im Sommersemester und es ist ein Kurs zusammen. Genau. Ich habe am Anfang noch versucht, irgendwie hier eine neue Abkürzung mit SE für Software Engineering zu etablieren. Das habe ich inzwischen aufgegeben. Das ist hier überall bekannt als SWT und deswegen kürze ich das auch inzwischen so ab. Das gibt für den Kurs 6 Credit Points. Es sind 4 Semesterwochenstunden und es gibt eine Reihe von Themen, die zwar inhaltlich relevant sind. Wir erwarten schon, dass ihr programmieren könnt, dass ihr schon was von Objektorientierung gehört habt zum Beispiel. Allerdings gibt es keine formalen Anforderungen. Das heißt, ihr könnt den Kurs auch besuchen, wenn ihr diese Kurse eben noch nicht bestanden habt oder noch nicht gehört habt. Es gibt eine Reihe von Studiengängen, wo das relevant wird. Informatik, Medieninformatik, Software Engineering, Informationssystemtechnik. Da ist es jeweils Pflicht im Bachelor bzw. Informatik-Lehramt. Und dann gibt es aber eine Reihe von anderen Kursen, wo das eben auch noch gehört werden kann. Aber neben diesen Fakten ist ja jetzt eigentlich auch noch die Frage, wie findet das jetzt statt? Was heißt jetzt 4 Semesterwochenstunden? Wie teilt sich das auf? Muss ich mal gucken, habe ich hier ein kleines Problem. Ja gut, da bin ich jetzt kurz nicht zu sehen, wegen einem Bug von dem Adobe Reader, der ab und zu mal nicht weiß, wie er grün anzeigen soll. Und wenn das grün falsch ist, dann wird mein Greenscreen nicht erkannt. Deswegen bin ich hier kurz nicht zu sehen. Also, ihr seht, wir brauchen Softwaretechnik. Software ist noch nicht auf dem Level, wo wir sie haben wollen. Jetzt aber wieder zurück zu den Inhalten, zu den organisatorischen. Die Vorlesung läuft also im Prinzip wöchentlich über Winter und Sommer. Es wird nicht ganz jede Woche eine Vorlesung geben. Es gibt eine schriftliche Prüfung am Ende des Sommersemesters, also nicht am Ende vom Wintersemester, sondern erst am Ende vom Sommersemester. Und es gibt auch in diesem Prüfungszeitraum dann nochmal eine Wiederholungsprüfung. Es gibt keine formalen Übungen, aber es gibt sozusagen kleinere Aufgaben, die ihr immer nach dem Gucken von einem Video machen könnt, wo ihr euch mit dem Thema noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen, auch gucken könnt, habt ihr das jetzt eigentlich verstanden, was ihr da irgendwie gesehen habt in diesem Vorlesungsteil. Tatsächlich ist es ein bisschen merkwürdige Konstruktion, eine Vorlesung und eine Übung, aber die Idee ist, dass ihr die praktischen Anteile, die sind jetzt im Software-Grundprojekt, da werdet ihr eben viel mehr praktisch arbeiten und sollt da eben diese praktischen Aspekte eben auch mitbekommen und deswegen hören das auch die meisten Studiengänge eben parallel, Softwaretechnik und das Software-Grundprojekt. Ja, Corona hat uns immer noch ein bisschen im Griff, leider. Also die Folie habe ich so vor einem Jahr auch schon gezeigt. Das ist ein XKCD-Comic von Randall Munro. Und der hat eben vor einem Jahr das eigentlich schon ganz gut vorhergesehen. Das heißt, der XKCD ist schon etwas älter als ein Jahr alt. Und natürlich ist es so, wir sehen das aktuell, ja, dass irgendwie, ich bin auch gerade ein bisschen erkältet, dass die Erkältungswellen jetzt irgendwie wieder stärker kommen, wo wir weniger Einschränkungen und Masken haben. Deswegen hat uns aber trotzdem das Coronavirus auch noch ein bisschen im Griff und ich möchte hier an der Stelle
leider immer noch mit dem Softwarefehler, euch so ein kleines Update geben zu den Corona-Besonderheiten jetzt in dem Semester in Bezug auf Corona. Es wird die Veranstaltung Softwaretechnik im Online-Format stattfinden. Was heißt das? Es gibt keine physische Vorlesung, wir treffen uns nicht im Hörsaal. Es wird Videos geben, Videos wie dieses, die ihr auf Moodle, in Opencast euch angucken könnt oder auf YouTube. Es gibt so kleinere Aufgaben, die immer am Ende von so einem Videoteil sind, nicht bei diesem, aber ab dem nächsten. Und da gibt es eben dann, könnt ihr aber auch sozusagen eure Fragen loswerden und auch gegenseitig euch Fragen beantworten. Ich möchte euch auch das ans Herz legen, dass ihr selbst auch eure Fragen mit in die Tutorien vom Software-Grundprojekt mit reintragt. Das heißt, auch euren Tutor könnt ihr natürlich fragen zu den Themen, die wir hier besprechen. Und weil das immer relativ öde ist, allein solche Videos anzugucken, würde ich euch empfehlen, dass ihr ab dem nächsten Video euch einfach verabredet, euch wöchentlich zu einem gewissen Zeitpunkt trefft, physisch oder zumindest über Zoom oder ähnliches, die Videos zusammenguckt und auch diese interaktiven Elemente einfach zusammen macht. Ich glaube, das macht viel mehr Spaß und so hat man irgendwie mehr vom Studium. Genau, und jetzt funktioniert das zum Glück mal wieder. Da hat der Adobe Reader mal wieder Lust gehabt, das Grün so anzuzeigen, wie das Grün eigentlich sein sollte. Jetzt sieht man mich wieder. Und genau so sieht das hier hinter mir aus. Wir haben hier so ein Greenscreen, so nehme ich das Ganze auf. Und dazu vielleicht nur ein Hinweis, es ist schon relativ aufwendig, diese Aufnahmen zu machen. Ich werde nicht alle Aufnahmen neu machen, sondern wir den Großteil der Aufnahmen werden wir so wieder nutzen vom letzten Semester, wo ich sehr viel neu gemacht habe. Nicht wundern, manchmal werde ich kleine Korrekturen an den Folien vornehmen, vielleicht auch nochmal noch eine Folie einbauen. Und wenn es größere Änderungen an den Folien gibt, wird es allerdings auch neue Aufzeichnungen dann geben. Gut, soweit zum Corona-Update. Jetzt so ein bisschen zur Literatur. Ja, also wenn ihr nicht nur Videos gucken wollt von mir, sondern euch vielleicht auch selbst ein bisschen was anlesen wollt. Es gibt ein Buch, aus dem, das zumindest die größte Übereinstimmung mit dieser Vorlesung hat, wo man viele Themen dazu findet, von Ian Somerville. Das gibt es in Deutsch, auf Deutsch und auf Englisch. Da gibt es verschiedene Versionen von in der Bibliothek. Auch die älteren Versionen weichen gar nicht so stark davon ab. Das heißt, auch die funktionieren für euch gut und es gab da letztes Jahr eine Lehrvalue-Hinweis, dass es irgendwie blöd ist, dass es hier so ein Buch gibt, was es in der Bibliothek nicht gibt. Ja, von dieser Version gibt es aktuell nur 3 Exemplare, aber die Bibliothek funktioniert eben auch so, dass wenn das viel ausgeliehen wird, dann gibt es mehr Exemplare, dann werden mehr angeschafft und ihr könnt euch auch selbst jederzeit an die Bibliothek wenden, wenn ihr sagt, da brauchst du einfach mehr Exemplare von. Ja, das heißt, eure Anfrage bei der Bibliothek, euer Ausleihen wird dazu führen, dass es eben auch mehr Exemplare gibt und das ist sozusagen kein Grund sozusagen, ist eher die Frage, braucht ihr ein Buch, aber ich würde es euch durchaus empfehlen, das ein oder andere da nachzulesen. Das ist nicht das Einzige, es gibt noch eine ganze Menge andere Literatur und oft habe ich das, so wie hier jetzt auch, rechts oben für euch in dem Kasten, ne, da steht jetzt so Somerville, weil das eben dieses Buch ist von Ian Somerville und dann ist der Link in dem Fall zur Bibliothek. Und es wird allerdings auch immer mal andere Literaturpointer geben und viele davon sind allerdings auch über Online-Lektüre verfügbar, zum Beispiel über Online-Bücher, über die ihr Zugriff auf die, über die Bibliothek habt. Gut, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, der Kurs ist noch relativ neu. Ich habe den Kurs komplett von Grund auf neu gestaltet im letzten Winter- und Sommersemester und da gibt es einfach immer noch Verbesserungspotenzial. Ich werde auch einige Sachen jetzt über die nächsten 2 Semester verbessern, aber ich würde euch bitten, wenn ihr da was findet, wo ihr sagt, also hier, da stimmt irgendwas nicht, hier sind Fehler drauf, seien es Rechtschreibfehler oder inhaltliche Fehler oder die und die Themen fehlen mir da noch, dann bitte einfach an mich melden. Das Ganze machen wir über so ein Moodle Overflow, hier ist der Link dazu und da ich weiß, dass das für euch auch Arbeit ist, werde ich das gegebenenfalls auch belohnen und das ist das sogenannte Bug Bounty Programm. Die Idee ist, dass wenn ihr Bugs in meiner Vorlesung findet und ihr meldet die und das sind durchaus Sachen, die vielleicht auch kritisch sind, die auch gut sind sozusagen, dass es auch anderen Leuten hilft, dann möchte ich das belohnen. Das heißt,
wenn es hier Beiträge gibt, die irgendwie deutlich die Qualität verbessert haben, dann wird es nachher dafür so kleine Geschenke geben. Und tatsächlich ein zweiter Punkt, den ich im letzten Semester auch noch belohnt habe, ist Studenten, die sehr aktiv teilgenommen haben an den interaktiven Aufgaben, weil natürlich können davon andere auch profitieren. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diese interaktiven Aufgaben immer mitzumachen und mit anderen eure Aufgaben und Ergebnisse zu teilen. Im letzten Jahr gab es da so ein bisschen Merchandising. Ich weiß noch nicht, ich habe das noch nicht entschieden, ob ich das wieder mache oder vielleicht was anderes. Das kommt auch ein bisschen auf eure Beiträge, wie doll ihr selbst dazu beigetragen habt. Vielleicht ein Beispiel auch noch. Es gibt immer mal so Musik, ihr habt das vorhin schon gehört. Im letzten Jahr wurde sogar extra was komponiert und extra eingespielt. Das werdet ihr dann im Laufe des Semesters noch in einem Video mitbekommen. Wenn ihr da zum Beispiel Beiträge für die Vorlesungen habt und sagt, ich möchte nicht immer diese Musik hören, die Thomas da hat, ich möchte hier meine eigene Musik hören, die ich selbst erstellt habe, wo ich das Copyright dran habe, dann könnt ihr sozusagen gern auch selbst da eure Beiträge zu leisten. Ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu klären irgendwie mit dem Video, das merkt ihr schon und das ist natürlich dann über die zwei oder zumindest jetzt im Wintersemester natürlich erstmal nicht anders, auch bei diesen Vorlesungsinhalten. Wenn ihr also Fragen habt, wo könnt ihr Antworten finden? Na, der erste Anlaufpunkt ist Moodle. Ja, in dem Moodle-Kurs gibt es viele organisatorische Sachen, die wir da reinschreiben. Es gibt da auch die Folien, wo ihr alles nachlesen könnt. Und es gibt da auch eben diese Moodle-Foren sozusagen, in denen ihr selber Fragen reinschreiben könnt und euch die auch gegenseitig beantworten könnt. Das heißt, das nächste Punkt ist, wenn es noch nicht dasteht, generell bei den Moodle-Informationen fahre ich auch die in Moodle Overflow reingucken und gucken, gab es vielleicht die Frage schon von einem Kommilitonen. Ansonsten selbst die Frage gern da einfach stellen und auch gern einfach Fragen von anderen mit Kommilitonen oder Mitstudenten, Studierenden da beantworten. Die nächste Möglichkeit, wenn all das irgendwie nicht hilft und manche Themen sind vielleicht nicht so einfach zu beantworten, jetzt mit oder kann man nicht so einfach in eine Frage packen und beantworten lassen auf Moodle, könnt ihr mich auch wöchentlich mittwochs 1 Uhr in meiner Sprechstunde besuchen. Hier ist der Link, der Zoom-Link dazu. Genau, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit und ich würde euch empfehlen, dass ihr euch wenigstens vornehmt, dass wir uns da einmal in den 2 Semestern sehen. In dieser Sprechstunde, dass er halt mal irgendwann vorbeikommt. Meine Erfahrung war, die Studierenden, die da vorbeigekommen sind in meiner Sprechstunde, wo wir da Fragen geklärt haben, die waren auch nachher deutlich besser in der Prüfung. Genauso ist es auch mit den interaktiven Aufgaben. Also wer hier aktiv teilnimmt, der hat nachher auch eine gute Chance auf eine sehr gute Note. Gut, nichtsdestotrotz, ihr könnt mich auch per E-Mail kontaktieren, aber bitte vielleicht erstmal über die anderen Sachen nachdenken, weil je weniger Zeit ich damit verbringe, euch einzeln Sachen per E-Mail zu beantworten, umso mehr Zeit habe ich natürlich, euch in der Sprechstunde zu helfen, auf Moodle Sachen zu beantworten, eure Lösungen anzugucken und ähnliches. Dazu vielleicht noch ein Hinweis. Letztes Jahr kam zum Beispiel ein Student, da gibt es eine praktische Programmieraufgabe, wo man selbst mal Entwurfsmuster im Rahmen der Vorlesung entwickeln soll. Und da kam meine Sprechstunde und hat gesagt, du Thomas, ich habe hier ein Problem, ich komme da nicht weiter mit dem Programmieren. Und dann haben wir zusammen auf den Quelltext drauf geguckt, haben das Problem gefunden und haben zusammen programmiert in meiner Sprechstunde. Auch sowas ist möglich, natürlich nur je nach Andrang sozusagen. Also wenn mehr kommen, dann müssen wir uns eben ein bisschen kürzer halten pro Anfrage. Aber ich möchte euch wirklich damit unterstützen und das ist sozusagen so auch ein bisschen der Ersatz sein für diese Zeit, die wir vielleicht sonst irgendwie nach der Vorlesung, vor der Vorlesung hätten für eure Fragen. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf 2 Semester mit euch, auch wenn wir uns leider jetzt nicht so viel physisch sehen werden. Allerdings hoffe ich, dass wir uns mal in der Sprechstunde sehen und ich wünsche euch viel Spaß mit Softwaretechnik und den meisten sehe ich auch mit dem Software-Grundprojekt. Viel Spaß! Oh, das habe ich noch vergessen. Bloß noch mal kurz die Ankündigung hier. So sieht das jetzt aus in Moodle. Ja, da gibt es ein bisschen Unterteilung, organisatorische Fragen, interaktive Aufgaben, inhaltliche Fragen. Das hatte ich letztes Jahr noch getrennt, aber es hat sich eigentlich herausgestellt, dass inhaltliche Fragen ganz gut sind, wenn er die immer zuordnet zu einem Vorlesungsbereich. Ne? Dann kann man sagen, das ist das Video, ich habe folgende Frage zu dem Video oder folgende Frage zu dem Thema, was in dem Video beantwortet wird und dann eben das letzte im Feedback und Bug Bounty, was vorher schon verlinkt war. Gut, dann
Bin ich jetzt aber wirklich durch und ich wünsche euch viel Spaß im Wintersemester und viel Spaß mit Softwaretechnik und gern einfach auf mich drauf zukommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich freue mich, euch in der Sprechstunde zu sehen. Bis dann!